Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Arise. Wir sind das letzte Mal hier in diese Festung angedrungen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Steht da irgendwo ein Name? Nee. Ich sehe da links Genesung. Das werde ich jetzt allerdings nicht machen, weil ich nur 8 KP verloren habe. Ich kann als Shione rumrennen. Shione. Shion rumrennen. Lalalalalala. Oh, hübsches Mädel. Und ich will dich von nahem betrachten, aber so, dass ich auch was erkennen kann. Ach ja. Lassen wir es. Ich werde nicht mit Shion kämpfen. Ich werde mit ihm hier kämpfen, mit dem Mann mit Eisenmaske. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendeinen anderen Namen hat. Ich hoffe es natürlich, weil ich will ihn nicht Eisenstück. Ich will nicht die ganze Zeit Eisenmaske nennen müssen. Ein kleines Stück Eisen, das durch Bergbau gewonnen wurde. Nicht zu gebrauchen als Material. Aber kann für einen kleinen Preis verkauft werden. Oh. Ja, kommt her. Ich will, wenn es geht, nur gegen euch kämpfen und nicht gegen irgendwelche Typen mit dem Kampf. So. Zack, 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 zack. Und, boah, vierfach Angriff. Dreimal schlitzen, einmal stoßen. Ich hoffe, verzeihen. Ich könnte gegen die da auch battlen. Will ich aber nicht. Okay, gegen einen einzelnen Wolf. Sollte es klappen. Zack, zack, zack. Schieß ihn ab. Weil ich brauche wenigstens keine Sorgen haben von wegen, nein, ich habe einen Wolf getötet, weil irgendwie seht ihr nicht aus wie Wölfe. Für Chili, ja danke. Wo bringst du mich hin? Was? Wieso ist der Aufzug stecken geblieben? Wir brauchen wohl einen besonderen Schlüssel, um da hoch zu gelangen. Schauen wir uns mal um. Vielleicht liegt er hier auf der höheren Ebene irgendwo rum. So. Wenn es so ist. Ganz im Ernst, ich würde am liebsten euch da vorne alle platt machen. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Apropos, ich sollte safen. Das Problem ist, jetzt habe ich nicht gespeichert. Ich muss immer mal wieder aufpassen. Und welches war es jetzt? Das da? 20.31 Uhr. So sicher nämlich den Speicherpunkt. So. So. Schauen wir mal, ob ich gegen euch kämpfen kann. Hey, hier! Ich will gegen euch battlen! Oh! Ich habe die falsche Taste gedrückt, verdammt! Ich wollte das da eigentlich. Oh wow, was zum Henker macht ihr? Zack, 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 zack. Wegrollen! So, und jetzt ich hier. Oh nein, der eine lädt auf. Oh. Ey! Hör auf! Power of Water! Ich hab's genau gehört. Zack, zack, zack. Gut, einer ist weg. Nein! Ich hab genau gesehen, wie es angeflogen kommt. Oh nein, der eine lädt auf. Weg, 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 weg. So, und jetzt schlitze ich dich. Ja. Übel, gegen den einen so ein Mega-Move. So. Ich habe KP verloren, aber es macht nichts. Hauptsache, ich habe sie besiegt und ein bisschen Erfahrung bekommen. Wobei, jetzt kann ich es mal testen. Steht sämtliche KP wieder her? Steht 80%? Achso, nee. Nee. 80%. So viel habe ich nicht verloren. Looks like there's still some soldiers inside the castle. Still less than it would usually be. Having second thoughts? No. I was just thinking about the blazing sword. Whenever I hold it, I feel wrong somehow.
Is relying on a sword from a Renan Master Core that repulsive? It's not about that. It's just... It's hard to explain. It's like the sword is almost too strong. I don't know what's got you so worried, but in case you forgot, that sword is the only reason we have a fighting chance against a lord. I know. You don't need to keep telling me. Well, good. That said, the longer you use it, the more you get burned by it, too. We need to remember to patch you up quickly when that happens. A double-edged sword in every sense. Since you can't feel pain, you'll need to be careful, okay? Are you actually worried about me? Is that a problem? Look, I need you if I'm going to take out the Lords, and I can't have you dying on me before that happens. That's my only concern. Shion, zickig wie eh und je. Ja, und deswegen den kann ich Schmerzen spüren. Es gibt eine Krankheit oder... Ich glaube, das ist ein Gendefekt. Das war mal bei Galileo, das hat eine italienische Familie. Da hat die komplette Familie, bis auf, ich glaube, den Vater, durch einen Gendefekt, konnte die ganze Familie, bis auf den Vater, keine Schmerzen spüren. Also, sie hätten sich zum Beispiel ein Bein brechen können und es nicht mitbekommen. Fleischreste. Ja. Nicht sehr... ist dahinter irgendwas? Scheint nur ein Lagerraum zu sein, also gehen wir da mal rein. Ja, Tatsache. Eine besondere Truhe. Knochenfragmentrüstung. Rüstung, die aus Tier- und Zeugelknochen gefertigt wurde. Die vielen kleinen Knochen bieten wenig wirklich Schutz. Ja, das ist wahrscheinlich besser als meine Klamotten hier. So, Ausrüstung. Ja. Ah. Hm. Keine Ahnung, was das sein soll, aber irgendwie ändere ich mein Aussehen nicht. Schade. Ich hätte mir gewünscht, dass er sein Aussehen ändert. Hinten sind Bienen. Da ist der Fahrstuhl, der nicht funktioniert. Da sind andere Monster. Da hinten ist ein Stein. Gürteltier. Sieht aber nicht aus wie Gürteltiere. Nein, ich wollte wegrollen, du Gürteltier, du. Jetzt zack. Nice, sie ab. So, und jetzt er hier. Boom. Sie schlitzt es. Du wolltest gerade Flammenschlag einsetzen, aber ich habe Feuer gekillt. Ich habe genau gehört, das Burning. Almandinmasse. Ein klumpenlichtdurchlässiges Schimmerndes Purpurgestein. Wenn man es poliert, kann man seine inneren Feuerkräfte entfesseln. Ah. Okay, wahrscheinlich sowas wie ein, wie heißen die Dinge nochmal? Feuersteine? Aus Dark Souls? Und ja. Ich glaube, es waren Feuersteine. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Nein, nein, nein! Zack, zack, zack. Achso, ich dachte, du greifst mich an. Ich hatte für einen kurzen Moment Angst. Aua. Nein, Hund. Wolftier. Wolftier. Weg, ausweichen. Kill den Ritter. Ja, zu spät, Ritter. Ich wollte dich mit einem Megaschlag vernichten, aber du hast vorher aufgegeben. Hm. Ich glaube, ich habe ein Level-Up. Okay, da geht's rein. Mal mach mal Flammen weg. Sieht einfach nur aus wie ein glühender Stab, was ich bei mir halte. Oh, ich habe Schaden bekommen, habe ich jetzt gesehen. Wahrscheinlich, weil ich die Flammen weggemacht habe. Kriegeremblem.
Das Angriff steigert eine unerlässliche Hilfe. Feindlichen Kräften. Ja. So. Nochmal Genesung. So. Sollten. Ja. Die Ausrüstung. Wo ist der Stichemblem? Kriegeremblem. Wenn die Stichkraft sinkt. Mein Angriff steigt aber. Halt Durchdringung. Aber was ist Durchdringung? Das verstehe ich nicht. Das wird hier nicht mal erklärt. Finde ich doof. Moment mal. Ich könnte Shiona was geben. Gut. Ob das jetzt wirklich was bringt, weiß ich nicht, aber ich versuche es einfach mal. Das höre ich ganz genau da hinten. Ich möchte hier noch gucken. Hier. Ich wollte sagen, ich möchte hier noch gucken, du doofe Biene. Kill die Wespe! So, eine ist weg. Die ist weg. Und die ist auch weg. Sieht nicht so aus, als ob das wäre. Hier sind ein paar helle Barden. Also Lanzen. Da liegt was. Das nehme ich mit. Apfelgelee, danke. Wollen wir mal weitergehen. Ein weiteres Stockwerk höher. Ich sehe wieder Gegner. Da komme ich nicht durch. Da sind zwei Typen und ein Wolf. Da ist ein Typ und ein Wolf. Da sind zwei Typen, zwei Wölfe und so ein Rowling, Rowling, Rowling. Doofer Soldat, ich mach dich alle. Du hast den Rebellen geholfen, oder? Verdammter Eingelassener. Sofort stehen bleiben! Ey, du bist es. Perfekt, wenn ich dich gefangen nehme, sollte das unseren Lord aufmuntern. Ey, ich mag dich alle, du Typ. Knall ihn ab! Ja, und ich hier. Zack, zack. Ich hab echt verfehlt. Komm schon, geh drauf. Zack, 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 ich schlitz dich auf. Da hilft ja auch deine Rüstung nichts mehr. Are you okay? What were you even doing here? Working most likely. Danon's slaves that can't handle manual labor outdoors are put to work in the castles as servants. I'm surprised you didn't know. The soldiers got really mad all of a sudden and everyone ran away. I was the only one that got caught. And it's good that we found you, but it's still not safe here. You need to get out of here before any more soldiers find you. Understand? Yes, ma'am. Thanks for saving me. Oh, here, you can have this. Don't touch me. I'm sorry. I only wanted to... It's not your fault, kid. Don't sweat it. Can I take it instead? Sure. It's the key to the elevator here. Will it help you guys at all? Definitely. Thanks, kid. Now get going. And be careful on your way out. So, not too happy about a slave touching you, huh? This isn't the time.
We should keep moving. Hast du für einen Aufzugsschlüssel, sieht dieses Ding sonderbar kompliziert aus. Warum haben René ja immer den Drang, alles übertrieben zu verziehen? Wir verziehen nicht alles. Ich schätze, dass dieser Schlüssel eine besondere Bedeutung hat. Und warum lachst du auf einmal, Shion? Besonders? Inwiefern? Ist doch nur ein Aufzugsschlüssel, oder? Vielleicht funktioniert er in einem besonderen Aufzug, der uns, oh Wunder, direkt zu Balefs Versteck führt. Na, wenn dem so ist, hat uns der Kleine echt einen großen Gefallen getan. Alles klar, suchen wir den Aufzug, der uns zum Schlüssel gehört. Dann werden wir sehen, wo wir landen. Primitiver Schlüssel. Ja, fast zu hübsch für einen bloßen Schlüssel. Hier fliegt ein Vieh rum, was soll das? Wie, jetzt habe ich auch noch Viechblut an mir. Ignis Calestra. Feuert eine mächtige Bombe ab. Bombe! Oh, das braucht alles ewig viel. What the fuck? 840. Mhm. Shions Talent. Explosionsscharfschütze. Wenn du die Taste für Bombenwurf gedrückt hältst und sie dann loslässt, feuerst du Spezialmunition auf eine Bombe. Dadurch explodiert sie heftiger. Deine Spezialmunition wird rechts neben der AL angezeigt. Du kannst Spezialmunition mit R1 nachladen, wenn sie auf 0 sinkt, oder jederzeit, indem du L2 und R1 drückst. L2 und R1, warum so kompliziert? Und ja, warum? Ja, und warum Shion jetzt nicht angefasst werden wollte? Ich glaube, ich habe drüber gelesen. Oh, Moment. This place looks damn near the same on the outside as it does on the inside. Nothing but fire and rocks. I figured a Renan castle would at least be a little more elegant. Instead, it seems this one was very dedicated to a theme. Is that your idea of a joke? Don't lump the rest of us in with someone like Balsef. Then why does his place look so grungy? I guess you could say that's just the majority of what he's into. He likes fire, and he likes rocks. He's an egotistical brute without a single shred of class. He even makes everyone call him by his stupid nickname, the Wild Beast. I feel sorry for everyone who's stuck having to work beneath him. Huh. Interesting. Why? I used to think all Renans were like him. Terrible people obsessed with their own superiority, who are only out to make us miserable. But now, listening to you talk makes me realize that maybe there are some good ones too. Maybe there are a few of you that are different. Listen, I don't know what kind of Renan you think I am, but I have no intention of getting friendly with you. We clear? Crystal, believe me, I wasn't about to suggest we go hang out and have a drink after this, that's for sure. Komm schon, so ein hübsches Mädel wie Shion, da kannst du sie ruhig auf einen Drink einladen. Außer sie trinkt nichts. Gut, was ich meinte, oder was ich gerade sagen wollte, ich glaube, ich weiß, warum Shion nicht angefasst werden wollte von den Jungen, denn ich glaube, ich hab's gelesen oder so. Moment, erstmal mache ich die da platt. Es ist, ich glaube, sie ist von dem Fluch besessen, oder... Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Auf jeden Fall heißt das, glaube ich, Fluch der Dornen oder so. Dass jeder, der sie anfasst, erleidet Schaden. Ich glaube, das hat sie uns sogar selbst mal gesagt. Im zweiten Part oder so. Ich glaube, ich weiß es gerade nicht mehr genau. Ich glaube, im zweiten Part hat sie sowas erwähnt. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Orangengelee, danke. Jedenfalls, jeder, der Shion anfasst, würde Schmerzen erleiden. Und da unser Eisenmaskentyp hier keinerlei Schmerzen verspürt,
kann er sie rein theoretisch anfassen, so oft er will. Er spürt nun mal keine Schmerzen. Komm, den Linken da! Ja, wahrscheinlich. Oh, gut, ausgewichen. Zack, 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 Schlitzung! Diese Zerstörung ist irgendwie nicht so geil. Ja, mach! Oh, ausgewichen wie ein junges Rehkitz im letzten Moment. Ey, da ist ausgewichen. Mehr. Ja. Ich glaube, ich muss irgendwann mal diese Zerstörung wegpacken. Was? Was hast du gesagt? Irgendwelche Verletzungen? Ich habe nur Injuries verstanden, also, Moment. What are those things I sometimes see you chuck out in the middle of fights? What? You mean my bombs? Bombs? As in the things people use to clear out rocks? But I could have sworn I saw something other than fire burst from some of yours. That's because these aren't ordinary bombs. They're specially made ones filled with astral energy. Hmm, okay. And why do you shoot the bombs after you release them? It's a part of my strategy. The effects of my bombs change when I fire bullets of a different astral element at them. It makes it difficult for enemies to predict what effect they'll have, or when they'll go off. One moment you're using powerful bombs, the next you're using powerful healing arts. They're kinda on the opposite ends of the spectrum, aren't they? Think of it this way. If you ever get caught up in the blast of one of my bombs and you manage not to die, I'll be able to heal you using my arts. Hmm. I'll do my best to not die then. Oh, die ist ja gemeingefährlich, die Frau. Hasenschwanz. Kann sein, dass ich nur Ohren und Schwänze von den Eulen bekomme? Nee. Wahrscheinlich kriege ich andere Sachen auch noch. Ich schätze, wenn ein Inventar. Nee. Moment, Moment, Moment. Inventar, Inventar. Da, Objekte. Orangenschille, was? Achso, 15. So. Stimmt ja. Es gibt ja ein Maximum, wie viel ich tragen kann. Da war ja was. Ich hatte das irgendwie gerade total ignoriert. Ah. Das ist ein anderer Schlüssel. Ja. Vorne rein rum, da sind noch ein paar Wespen. Oder Bienen. Ich sag immer Wespen. Warum sage ich immer Wespen? Vielleicht weil ich Wespen unheimlicher finde. Moment, die eine da muss weg. So, und jetzt. Oh, du hast gerade eine Bombe geschossen. Ums! Alle aus dem Weg geballert. Echt praktisch. Jasmin! Ein Kraut, das Ausdauer versteckt, wenn man es benutzt. Ja, verführerischer Duft. Habe ich gerade nicht lesen können. Moment. Der verführerische Duft verleiht in schweren Zeiten Durchhaltevermögen. Ja, es ist meins. Ich werde mich total aufmutzen, damit ich ein geiler Kämpfer werde. So. Orangengelee, danke. Aber das Spiel hier ist irgendwie ganz anders als Tales of Vesperia oder Tales of Symphonia. Irgendwie kommt mir das Spiel nicht wirklich wie ein Tales of Spiel vor. Ja, wie eine Mischung zwischen Tales of und Dark Souls. Oh, ausgewichen hier! Hat er Burn in Hell gesagt? Brenn in der Hölle, warum so brutal? Ja! Ach, er ist gestorben, bevor ich irgendwas machen konnte. Booms! Was für ein Abschluss. So, die da vorne. Soll ich die da vorne noch platt machen? Da geht's weiter. Na gut, dann mache ich die noch platt, guck mich da drin noch um. Und dann werde ich, glaube ich, vor der Treppe... Entsorgen wir einen Abfall. Dann werde ich, glaube ich, vor der Treppe... Wow! Schluss machen. Ausweichen! Ey, der Hund stört gerade am wenigsten. Die Ritter sind übel.
Der eine zaubert wie blöd. Nein, er macht was. Ausweichen. Das ist dieselbe Attacke wie dieser Dunkelschleier. Oder Dunkelschleicher. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er heißt. Dark Souls 2 einsetzt. Nur ist der Dunkelschleicher wesentlich schwieriger. Der Dunkelschleier, was weiß ich. Einer dieser DLC-Bosse. Oder nicht DLC, aber hier dieser Sonderbosse da. So, kann ich das auch machen? Nee. Da ist auch noch was. Ah. Gut, wird wieder Zeit, ein Apfelschilli zu fressen. Ja. Irgendwie heile ich mich im Spiel so gut wie nicht. So, hier ist gar nichts. Hier ist ein oranges Gelee bestimmt irgendwo. Oder auch nicht. Ah, da liegt was. Schlossaufzugschlüssel. Ein Schlüssel für ein Aufzug verschlossen. Den unzähligen Kratzer nachzuurteilen, wurde ja im Laufe der Jahre wenig sorgsam behandelt. Ja. Hat wohl wieder jemand nicht aufgepasst. So, hier ist gar nichts. So. Da oben sieht es aus, als ob es weitergehen würde. Deswegen werde ich hier mal einen Schnitt machen. Das war Tales of Arisa. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!